Zieht hier herein. Zeit schaut gut aus. 57, 25, 3 und er hat 52 Sekunden Vorsprung. Das heißt also, das ist ein Ergebnis für Taras, auf das doch einigen Wert hat, Rudi. Ja, ganz toll. Er hat eine tolle Laufleistung auch geboten. Und mit dieser Zeit, da hat er wirklich heute gezeigt, dass er wirklich zu den Metall-Tipps gehört. Und da kommt jetzt schon Alfred Eder hier herein ins Ziel. Die beiden, er und Ludwig Redler, liegen ja am Bestplatzierten. Alfred Eder hat bis jetzt null Fehlversuche beim Schießen. Er lässt sich auch hier Zeit. Ich weiß nicht, ob ihn die Kamera dann einfängt. Eder geht also jetzt zum letzten Schussversuch stehend frei. Gredler hat bis jetzt überall einmal daneben geschossen, liegt aber bedingt durch seine hervorragende Laufleistung an achter Stelle nach drei Schüssen und 11,0 Kilometern. Und die Kamera, die geht natürlich auch jetzt aus internationaler Sicht auf den Mann, der hier ein Rekordler ist. Zum sechsten Mal bei Olympischen Spielen. Seine Platzierungen über 20 Kilometer, 21., 24., 34., 26. Und heute könnte ein Spitzenplatz herausschauen, wenn er jetzt auch im letzten Versuch fehlerfrei bleibt. Ja, hoffentlich. Er beginnt mit Treffer. Während Popov hier dem Ziel entgegeneilt, der könnte natürlich Treffer. Ein Olympiasieger und Medaillengewinner werden. Das kommt jetzt auf den letzten Meter an. Herr Fred, konzentrier dich. Bleib ruhig. Popov Treffer. Jetzt im Ziel. Drittbeste ja, Zeit. Fehlerfrei für Fred. Ja, ganz und dann toll. Sich die Ereignisse haben sich da überstürzt. Während wir Popov beobachtet haben, hat Rudi Horn Alfred Eder beobachtet. Und Eder, eine Sensation. Viermal fehlerfrei und jetzt muss der Alfred alles aus sich herausholen. Dann könnte ein Rang unter den besten 10, vielleicht 15 drinnen sein. Und ich glaube, dass wir jetzt da draußen Ludwig Gredler beim stehend Freischießen sehen. Und wir haben ihn schon im Bild. Die Regie geht Gott sei Dank auf unseren Österreicher. Und zu schnell begonnen. Das war unkonzentriert. Das verstehe ich nicht. Sehr, sehr schnell schießt er jetzt ab. Und zwei, mein Gott, zum Schluss noch zwei Fehlversuche. Schade, Ludwig. So hervorragend gelaufen. Neunter nach 11 Kilometern. Und wo kommt er jetzt hin? Gleich läuft er bei der Zwischenzeit vorbei. Der Rudi leidet neben mir, der selbst einst all das mitgemacht, was diese Athleten hier mitmachen. Der Ludwig hat es gut gemeint. Er wollte Sekunden gut machen, hat schnell geschossen und etwas zu überhastet. Und er liegt jetzt an 12. Stelle. Das war einfach ein zu hohes Risiko, dass er jetzt gegangen ist beim letzten Mal schießen. Fünf Fehlschüsse, einen mehr als bei der letzten WM, wo er Fünfter war. Das ist der Alfred. Schauen wir, welche Endzeit für ihn herausschaut. Er wirkt hier ein bisschen müde. Komm! Ich habe ihn an und für sich am Anfang ein bisschen unterschätzt, habe gesagt, er wird nicht so gut schießen, aber er hat gezeigt, was er kann, hat sich am Ende seiner Karriere noch einmal konzentriert, hat sich hier voll ausgeschöpft und er liegt hier nach diesen kräfteraubenden 20 Kilometern vorläufig an achter Stelle. Bravo Alfred Eder, da werden Sie zu Hause in Saalfelden auch eine Freude haben. Ja, und ich denke, weil du gerade Saalfelden sagst, der Fanclub von Saalfelden ist ja hier. Und da soll ich hier schöne Grüße nach Hause ausrichten. Sie leben alle noch, es geht Ihnen gut. Das wird sicherlich heute eine Feier werden um den Fredl. Also Alfred Eder vorläufig an achter Stelle hinter Tarasow, Fischer, Popov, Steinigen, Kircher, Tschepikow und Grimsdal aus Norwegen. Hat Leute wie Garabik, Dolny, Carrara und Udrasch hinter sich gelassen. Das sagt doch einiges. Ich bin neugierig, ob die Kamera jetzt den letzten Österreicher hier im Feld, Ludwig Gredler, den 24-jährigen Zillertaler aus Launersbach, einfängt. Er war der Beste der Olympischen Spiele in Les Saisies mit einem 11. Rang über 10 Kilometer. Er hätte die Silbermedaille bei den letzten Weltmeisterschaften gewonnen, wenn er zwei Schüsse weniger gehabt hätte als seine vier. Er kommt jetzt hier herein. Die Zeit wird dann gleich einspringen. Da haben wir ihn auch schon im Bild. Was schafft er hier? Eine Stunde 21,6, Rang 13 für den Österreicher, vorläufig 70 Teilnehmer am Start. Schade, dass er auf dem letzten Schießstand stehend frei zwei Fehlschüsse getan hat. Ansonsten tadellos im Rennen und vor allem hervorragend gelaufen, der Tiroler. Eine
auf den Gold und Silber.